Auch für das Verschließen der Spundschraube fehlt normalerweise das professionelle Werkzeug. Am einfachsten kann man sich bei den Spundschrauben mit quadratischem Vierkantausschnitt behelfen. Auch hier befeuchte ich die Spundschraube wieder mit Alkohol, um sie zu schmieren. Drehe sie von Hand ein und kann sie jetzt mit einem ganz normalen Zimmermannshammer, sofern man einen passenden findet, problemlos festziehen.